Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Blick in die regionale Wirtschaft. Und beginnen wollen wir mit einer Auszeichnung, die erst noch zu vergeben sein wird. Die Rede ist von dem Mind Award. Zudem gab es jetzt eine Pressekonferenz in der Volkshochschule in Neuwied. Und eine der Nominierten war schon mal mit von der Partie, Sabine Betzing-Lichtentäler. Achim Kunst hat den Mind Award ins Leben gerufen. Vor 2 Jahren wurde der Preis zum ersten Mal verliehen. Jetzt sollen wieder Menschen ausgezeichnet werden, die Bewusstsein schaffen. Den Mind Award können Menschen bekommen, die sich genau diesem Themenbereich der Bildung, der Forschung und der Bewusstmachung verschrieben haben. Zum Beispiel auch für bestimmte gesellschaftliche Prozesse und Themen, wie im letzten Jahr eben das Thema AIDS oder Grundeinkommen. In diesem Jahr ist es speziell natürlich die Bildungseinrichtung der VHS Neuwied hier, der Volkshochschulen und natürlich auch alle anderen, die Forschung betreiben oder die konkrete Bildungsarbeit leisten. Am 16. Oktober wird der Mind Award vergeben. In einer kombinierten Entscheidung aus einer Online-Abstimmung und einer Jury-Tagung wird der Preisträger ermittelt. Sabine Betzing-Lichtentäler ist Mitglied der Jury. Die Bundestagsabgeordnete hat die VHS Neuwied für den Preis vorgeschlagen. Ihre Projekte zeichnen sich schon in besonderer Weise dadurch aus, dass sie Tabuthemen ansprechen. Also das Thema der Alphabetisierung, aber auch das Thema der Integration und vor allen Dingen das Thema der psychischen Erkrankung. Und diesen Kurs Irrwege verstehen, der ist mir selber auch bekannt. Ich kenne das, ich unterstütze das auch sehr. Und ich habe mit dieser Nominierung auch eine Gelegenheit gesehen, der VHS Neuwied auch einmal Danke zu sagen für diese langjährige Tätigkeit. Neben der Volkshochschule Neuwied sind deutschlandweit 5 weitere Personen und Einrichtungen für den Mind Award nominiert. Henriette Meinhardt-Bocklet ist als Leiterin erst einmal stolz, überhaupt zum Kreis der Nominierten zu gehören. Der Mind Award ist zwar nicht mit einem warmen Geldregen verbunden, dennoch freuen sich in Neuwied alle über die Anerkennung. Die VHS mit ihren Anstrengungen in puncto Alphabetisierung und Integration möchte mehr bieten als ein paar Fremdsprachen und Töpfern für Erwachsene. Der Mind Award ist eine Würdigung unserer Arbeit. Er würdigt eigentlich das alltägliche Geschäft einer Volkshochschule und unseren, wie ich immer sage, ganzheitlichen Anspruch an Bildungsarbeit. Ich meine, Bildung schafft Bewusstsein und wir versuchen hier in der Volkshochschule Neuwied wirklich den Menschen mehr wie Wissen und Fakten zu vermitteln, sondern auch soziales Lernen und die Menschen in ihrer Ganzheit zu sehen. Alles Weitere zum Mind Award finden Sie auf der Homepage www.mindaward.com. Dort können Sie auch für die VHS Neuwied online abstimmen. Soziale Medien bestimmen zunehmend unseren Alltag. Twitter, Facebook und Co.